So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold. In der Militärkampagne. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schwanz auf dem Weg in diese Richtung. Wir bekommen schon wieder Besuch. Wie viel Stein haben wir denn schon? 70. Aha. Bin zur Stelle. In Bewegung. Ihr beide kommt dann mal dahin. So, dann können wir mal gerade noch hier ein bisschen. Die Truppen des Schweins greifen an. Bisschen Feuer legen. Das werden wir nämlich brauchen. Okay. Also. Diese bösen, tollen Dinge sind böse. Geht mal ein bisschen weg. Jetzt könnt ihr da wieder hin. Das ist jetzt in der Tat ziemlich schlecht. Wir brauchen ganz dringend diese Sachen hier. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die Schwarzen sind ein Stück bereit. Ja, Herr. Die sind so gut wie tot. Dann können wir die Zeit jetzt auch wieder schnell machen. Okay. Sehr gut. Der Feind ist gezwungen. Soweit überlebt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr bleibt mal bitte da. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Doch, ich kann alles. So. Dann hier. Ihr. Hier. Hier. Und hier. So. Sehr schön. Die haben es auch überlebt. Sehr, sehr schön. Okay. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt gleich schon fertig sein. Bin zur Stelle. Waffen benötigt. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Ja. So. So, so. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ihr geht dann da auch bitte noch hoch. In Bewegung. Geschultert! Vorwärts! Dann können wir hier eigentlich noch ein paar Fallen bauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. 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 Jetzt haben wir zu wenig Holz. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus.
Bin zur Stelle. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das ist ja tatsächlich so. Das ist natürlich schlecht. Was kann man dagegen tun? Mehr bauen, richtig. Ja. So, dann noch eine kleine Obst. So. Sehr schön. Jetzt sollte das wieder ordentlich anlaufen. Achtung! Bereit, eure Lordschaft! Bin zur Stelle! Ja! Sind auf dem Weg! Bogenschützen bereit! Ja, den Stein haben wir jetzt bald. Können wir das eigentlich mal abreißen? Damit sollten wir jetzt zumindest ein bisschen Stein dazu gewonnen haben. Zur Stelle! Im Laufschritt! Bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! Jetzt fehlt uns schließlich nur noch ein bisschen was. Eine Botschaft des Schweins. Die Männer des Schweins kennen nur eins, den Sieg. Und bald sind sie da. Das hört sich schlecht an. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, ne? Achtung! Es werden Rekruten benötigt. Wir können ja mal eine kleine Reserve aufbauen. Es werden Rekruten des Schweins greifen an. Und? Sire? Bin zur Stelle! Waffen geschultert! Das wäre nämlich jetzt echt schlecht, wenn die mich überrennen. Jetzt kommen sie nämlich schon mit Armbrustschützen. Sammelt euch. Die Streitkolben, die kriegen wir noch easy. Easy so. Sehr schön. Oh. Nachdem ihr eure Aufgabe erfüllt habt, zieht ihr euch im Schutz der Dunkelheit in den dichten Nebel zurück. Hinter euch hört ihr die Flüche der Männer des Schweins, die das Kloster suchen. Ja, das ging jetzt ein bisschen schneller. Da habe ich aus Versehen auf die Maus geklickt. Ja, weiter geht's. Mission 17. Räucherspeck. Wir müssen unsere Bibliothek um jeden Preis verteidigen. Sollte unser Wissen in die schmuddeligen Hände von Herzog Triff fallen, wäre das Königreich mit Sicherheit verloren. Eine Kunst haben wir jedoch noch, an der wir euch teilhaben lassen können. Das Geheimnis des Pechkochens. Das könnte euch helfen, das Kloster zu verteidigen. Setzt die gesammelten Rohstoffe ein, um das Kloster wieder aufzubauen und zu verteidigen. Eure Armee hat eine deutliche Spur im sumpfigen Grasland hinterlassen. Es wird also nicht lange dauern, bis das Schwein euch findet. Setzt Pikeniere ein, um die Truppen des Schweins aufzuhalten und lasst eure Baumeister Pech kochen. Am wirksamsten ist es, wenn ihr das kochende Pech aus der Höhe auf die Truppen des Feindes gießt. Okay, das werden wir dann jetzt auch mal gleich machen. Besiegt alle feindlichen Einheiten, Zeit bis zur letzten Schlacht, los geht es. Okay, was haben wir? Nicht viel. Achtung! Und Marsch!
Also, wir haben Getreide, was schon mal ziemlich gut ist. Das heißt, wir werden mit Mehl arbeiten. Was ist das denn hier alles? Das kann ja erstmal alles weg hier. Das ist jetzt natürlich problematisch. Das würde ich nämlich trotzdem ganz gerne behalten. Bereit, eure Lordschaft. Vorwärts zur Stelle. Du sollst da hoch. Im Laufschritt. Danke. Also, das kommt auch weg. Was ist das da? Das ist ein Haus. So, eigentlich muss das hier alles einmal weg. Bis dorthin. Das kann auch weg. Das auch. Das auch. Okay. So, Wirtschaft. Holz, ganz wichtig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Stein. Brauchen wir Stein? Ja, wir brauchen zumindest etwas Stein. Eisen erstmal noch nicht. Wie können wir helfen? Dann Burg bauen. So. Euch reißen wir mal komm ab. Ja, mein Freund. So. Da kommt bitte ein Torhaus rein. Danke sehr. Okay, das ist unsere Burg. Das heißt jetzt, um einfach die Nahrungsproduktion zu sichern, setze ich immer eine Getreidefarm rein. Dann brauchen wir eine Käserei. Die würde ich auch ganz gerne hier reinsetzen. Waffenkammer haben wir. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das heißt jetzt Mehl. Wir benötigen mehr Holz. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht. Ein Ausbildungslager haben wir noch. Es werden Rekruten. Wir haben auch keine Rekruten. Das ist sehr, sehr schlecht. Okay. Dann. Euer Gnaden. Dich auf das Torhaus. Was soll konstruiert du kannst da irgendwie mal stehen bleiben. Achtung! So, von wo kommen sie? Von da. Okay. Wir haben wieder Holz. Sehr schön. Also wir kaufen jetzt Holz. Und bauen mehr. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So. Jetzt brauchen wir noch mehr von denen. Eine Botschaft des Schweins. Schlag die Trommel, blas das Horn, das Schwein ist im Anmarsch, ja. Direkt von vorne. Es werden Rekruten benötigt sein. Ei. Vorwärts, Pikeniere. Das ist schlecht. Die Truppen des Schweins greifen an. Baut mal erstmal nur Bögen. Du baust Armbrüste. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Ordnung.
Oh. Oh. Halt, stopp. Wir müssen was ändern. Gibt es sowas wie die Balliste? Ja. Das heißt, du kippst jetzt erstmal dein Pech aus. Du bist daran. Du bist auch daran. Und dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir den Belarons, den Bocki da wegbekommen. Ihr geht mal schön raus, genau. So, dann stellen wir jetzt hier mal überall kleinere Türmchen ran. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Balliste bereit. Triffst du eigentlich auch? Junge. Auf dem Weg. Kommt der auch mit Piken? Ja, kommt der. Sehr schön. Eure Mannschaft entgeht niemand. Zu Diensten. Sire, ladet nach. Schultert die Waffe von der Pike aufgelernt. Wie können wir helfen? Gieß mal da runter. Hier weg da. Genau. In Ordnung. Okay, jetzt müsst ihr mal wieder ran. Wieder mit ihnen. Waffen geschultert. Schultert die Waffen. Uns entgeht niemand. Hat von der Pike aufgelernt. Okay. Was wünscht ihr? Ei. Auf dem Weg. Also. Ich muss doch erstmal hier wieder alles reparieren. So. Sehr schön. Also, wir brauchen Schützen. Bin zur Stelle. Viele Schützen. Bin zur Stelle. In Bewegung. Wir brauchen Brot. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Leute. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Die reparieren wir mal. Mit dem restlichen Stein müssen wir eigentlich auskommen. Also mit dem Reparieren von Türmen und so. Darum werde ich den Rest jetzt erstmal so sein lassen, wie er gerade ist. Was wir allerdings tatsächlich mal machen können, ist eine Pikenmacherei, die das macht, und dann bauen wir noch eine Rüstungsschmiede, die das Eisen verbraucht, was wir von Anfang an bekommen haben. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeier. Hier das, damit wir ein paar mehr Pikiniere bekommen. Wie kann ich helfen? Die könnten nämlich durchaus hilfreich sein.
Ja. Was sonst sollten wir eigentlich mit dem, was wir haben, auskommen? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Vielleicht kann man hier noch eine Getreidefarm draußen hinsetzen. Genau, eine wichtige Dinge. Burggraben. Hier vorne, sehr wichtig. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Okay, Leute, buddeln. Können Mönche buddeln? Nein. Kornspeicher ist voll. Okay, doppelte Ration. Gib mir Geld. Die Truppen des Schweins greifen an. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Ja! Rücken aus! Grabt, meine Lieben, grabt. Warum die viele Baumeister mit? Bin zur Stelle! Waffen benötigt, Bogenschützen bereit! Mein Bogen ist euer! Zu Diensten! Aber gern! Schultert die Waffen! Was wünscht ihr? Mein Herr? Bereit, eure Lordschaft! Zur Stelle! Kurzer Prozess! Hi! Vorwärts, Pikiniere! So gut wie tot! Eure Befehle? Bin zur Stelle! Sind auf dem Weg! Okay, sorry, dass ich gerade so still war. Aber ich muss mich gerade irgendwie ein bisschen konzentrieren. Bogenschützen bereit. So, du. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Mein Herr. Rücken aus! Eure Befehle? Bin zur Stelle! So. Hi. Ein paar von denen. Ihr könnt dann Geht mal graben. Gebt mir eine Schaufel. Eure Lordschaft? Ihr Auf dem auch Weg graben. Leibesübungen schaden nie. Okay, ihr buddelt mal gerade den Burggraben aus. Es werden Waffen benötigt sein. Ja. Sind auf dem Weg. So, wie lange denn noch? Hälfte der Zeit ist rum. Sehr gut und sehr wichtig. Bevor wir gleich ein Problem bekommen, würde ich dort gerne noch einen Turm bauen und eine Balliste dort draufstellen. Euer Gnaden. Und gleich diesen schönen Baumeister dazu verwenden. Ich habe mich verbrannt. Inklusive ihm hier. Das soll konstruiert werden. Ja, da die Ballisten zu besetzen. Es wird Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ob das Sinn macht? Mein Bogen ist euer. Die mein Bogenschützen Herr, stellen wir mal hier drauf. Und los! Armbrustschützen und hier. Und Marsch! Hier vergrößern wir mal noch ein bisschen Burggraben.
Dann machen wir den auch noch so schön. So. Hi. Bin zur Stelle. Zu Diensten. Gebt mir eine Schaufel. Bin zur Stelle. In Bewegung. Ja. Bogenschützen bereit. Okay. Wir haben tolle Dinge. In diesem Gebäude hier macht man noch eine Armbrüste. Wir haben langsam keine Nahrung mehr. Das liegt aber am Weizen. Dann bauen wir doch einfach noch eine Weizenfarm. Und noch ein paar Äpfel. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Bauen wir hier noch zwei Häuser hin. Okay. Wie geht's denn nur so? Okay. Ja, beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht. Ob wir das Ganze hier überlegen. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.